Hi. Gewöhnt euch nicht an mein Gesicht. Ich bleib hier nicht lang. Wer ich bin? Wie? Ich bin natürlich Johnny aus dem Schnitt. Wo ich wohne? Wie? So sollte ich euch das erzählen? Ich komme gerade mitten aus dem Schnitt und möchte etwas Kontext darbieten. Keine Sorge, ist keine lange Geschichte. Dafür erzähle ich sie sehr langsam. Seit geraumer Zeit kursieren Werbungen von mobilen Spielen herum. Absurde Werbungen. Absolut grotesk. Krank. Ohne Sinn und Verstand. Pervers. Und wie Menschen eben so sind, hat sich so ziemlich jeder drüber lustig gemacht und dem Ganzen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Nach meinem Gefühl haben mittlerweile diese Werbung wieder rapide abgenommen und keiner schert sich mehr wirklich einen feuchten Kehricht drum. Wie sah also jetzt dieses Video, in dem ich zwei davon austeste? In einem Moment absoluter Schwäche, in der nämlich mein Adblocker aus war, wirklich ganz oben, habe ich einen Werbebanner davon bekommen. Hero Wars, Online-Rollenspiel. Echt eine kleine Nische. Moment, was ist das überhaupt? Es war doch ein Browserspiel. Wie viel an dieser Story ist überhaupt wahr? Boah, verbessere deinen Helden? Das ist cool. Okay, offensichtlich haben sie mit dieser Art von Werbung Werbung gemacht. Also die Story kann nicht komplett erfunden sein. Wenn es jetzt tatsächlich dieses Minispiel ist, dann nehme ich jegliche Form von Schuldzuweisung zurück. Das ist eine lange ID. Ich habe keinen Sound. Die Dämonen haben sich im Dominion verteilt und jede Menge gefährliche Fallen aufgestellt. Wir sollten sie direkt attackieren. Okay. Versandte von Asche bedeckte Steine. Nur wahre Helden verkraften die unerträgliche Flamme dunkler Magie. Einfach. Ist es normal, dass ich keinen Sound habe? Okay. Die sind Diener des Dämonen Marax. Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Der Paladin Aurora ist bereits aufgebrochen. Wer wagt es, meine Pläne zu stören? Halte ihn auf. Na, brich den Zauber mit deiner Spezialfertigkeit. Wow! Du bist frei! Ach so. Wer bist du denn jetzt? Rasch, wir müssen meine Geliebte finden. Nicht nochmal. Wo ist das Minispiel? Okay. Marax, Herr Samurai! Oh, ich freue mich schon, wenn ich meine Spezialfertigkeit wieder einsetzen kann. Oh, jetzt du! Schutz, ein Schutzschild, Alter! Wie nice ist das denn? Ich werde gerade durch mein Schutzschild geschossen. Kleiner Erftrank. Cool, cool, cool. Der Held ist in einer Illusion gefangen. Rette den Helden so. Oh! Das Minispiel! Ich nehme jegliche. Alles, was ich darüber gesagt habe, nehme ich zurück. Okay. Oh, warte. Warte. Sie haben das Minispiel reingepackt. Ich kann nichts Negatives sagen. Ja, komm. Cool. Okay, endlich bin ich weg hier. Okay, endlich kann ich irgendwas anderes machen. Nur gemeinsam können wir das Böse besiegen. Ich helfe dir. Spiel weiter in der ultimativen Kampagne. Ich war gerade immer hab. Ich will jetzt nicht wieder zu. Nicht wieder. Oh, come on, ich bin extra deswegen weggegangen. Und sie hat einfach einen Anfall.
Ich glaube, da ist jemand gerade vom Fenster gefallen. Madax, du wirst für deine Missetaten bezahlen. Digga, okay, ist ja gut. Jetzt. What is happening? What the fuck am I doing? Achso, ich habe keine Fähigkeitspunkte mehr. Ich verstehe. Dann hole ich kurz mein Portemonnaie. Geheimgeschenk! Was verbirgt sich darin? Oh nein. Du bist erledigt. Wir retten auch. Wow, du hast ihn voll durchlöchert. Den Typen aus meinen Albträumen. Super! Ja, sorry, Alter. Ich werde Wie? Fertigkeitspunkte? Das kostet doch... Bro. Fertigkeitspunkte sind einfach... Fertigkeitspunkte sind eine Zeitwährung? Was? Seit wann das denn? Aurora, unsere Gegner sind stark. Aber ich hab hier ein Profil und da kannst du deinen Namen ändern. The Gaming Johnny! Hä? Von mir aus. Bra. Bin ich. Ah, es sind 10 Minuten vergangen. Aber sie könnten jedes Mal wieder damit anfangen. Und darauf bin ich vorbereitet. Fordert mich heraus. Komm schon. Stupst das Biest an. Ihr werdet schon sehen, was passiert. Ein anderes Spiel, das gerne mit absoluter Werbung gemacht hat. Ist Gardenscapes. Hilf ihnen! Leiter? Axt! Moment. In dem Fall war Axt die richtige... Okay. Ring oder rostiger Schlüssel? Der Typ hat... Hallo? Achso, ich glaube, ich weiß schon, wie das ungefähr aussehen wird. Spiele, Minispiele. Ich will mich gar nicht spoilern lassen. Und das tun wir auch nicht. Bro, what? Stopp. I am a gamer. Oh! Ich begrüße dich auch. Oh mein Gott. Hi, ich bin's wieder. Johnny aus dem Schnitt. Also ist nicht mein voller Name, aber Zweitnamen sind nicht notwendig. Kurzer Kontext zur nachfolgenden Szene. Wisst ihr, um immer wieder eine Nasenlänge voraus zu sein, verteilt man hier und da und dann wieder hier mal wieder ein paar Lügen. Ihr dachtet eventuell, das ist das erste Mal, dass ich Gardenscapes spiele. Falsch gedacht! Aus Testzwecken habe ich Gardenscapes einmal in der Vergangenheit gestartet und ich sag euch was, Google Play vergisst das nicht. Oh nein! Ich weiß nicht, wie sie mich immer wieder finden konnten, aber dieser Fakt steckt wohl in meiner DNA fest und wird von unabhängigen Kontos und Generation zu Generation übertragen. Was ihr nun sehen werdet, ist ein Mann. Ich bin ein Mann, rein definitionsmäßig her. Dieser Mann wird eine Stunde seiner Zeit dafür aufopfern, um den Spielstand eines absolut lächerlichen Spiels zurückzusetzen. Und dieser Mann wird scheitern. Das für euch in 2 Minuten. Oder kürzer. Oder länger? Ich weiß nicht genau. Fuck! Oh nein, das ist... Oh, fuck. Digga.
ist richtig scheiße. Es ist, weil es automatisch mit meinem Google Play verbunden ist. Ach, Manno. Jo, gib mir halt ein Virus. Alter, das kann ich. Dude, me in the. Was ist das jetzt? Wie kann das sein? Es ist so dumm. What the fuck? Tap more. Settings. Wo? Wo? Diese Option existiert nicht. Diese Option existieren nicht. Leck mich. Nee. Nein. City. Busy streets, crowds of people, and never-ending traffic. Hello. My name is Austin. I'm your great-uncle's butler. You have inherited his beautiful mansion and lovely garden. Come see the place. I'm sure you'll love it. Austin. Without a moment's hesitation, you go there. Ja gut, was hab ich erwartet? Ich meine, ich hoffe, das Minispiel kommt noch. Wie in Hero Wars Online Deutsch. Was? Sieh nur, das ist dein Tablet. Hier kannst du Bänke aufstellen. Was? Ich glaube, hier passiert was ganz Schreckliches. Hat Game Theory schon hier zum Video gemacht? Diese Bänke sind wunderschön und sehr bequem. Vielen Dank. Cool, ich darf jetzt Müll aufsammeln. Und ich brauche einen Stern, um Müll aufzusammeln. Los, spielen wir. Das hier. Bitte lass mich in Ruhe. Wieso können wir nicht einfach wieder Aurora retten? Wie können das mehr Leute spielen als Hero Wars? Hero Wars und ein Rollenspiel! Hey, Erfolg, ich bin Händler. Bin ich Spiel! Wow! Hilf Austin, seinen Traum zu verstehen? Ich glaube, das ist recht offensichtlich. Selbst Hero Wars Rätsel waren spannender. Hero Wars Online. Also was? Okay, ich dachte, ich überspringe es, aber hier sind magische Kräfte am Werk. Ja, ich überspringe es doch. Los, reparier mir den Springbrunnen. Ich will, dass er... so ist es schon cool mit den verschiedenen Ebenen, aber so ist er halt hübsch. Und das ist fucking grässlich. Wieso sollte man... Ja, war ein ganz netter Ausflug so. Aber ich habe wirklich meinen Punkt der Ermüdung erreicht. Ich habe absolut keine Energie mehr, die ich hier in diese Thematik hineinstecken kann. Aber vor allem den Typen hat's hart mitgerissen.
Nein, nicht Borkenkäfer. Was machen die bloß im Garten? Ist ja unfassbar. Ich habe damals noch so ein, zwei weitere Spiele gespielt. Also die Aufnahme geht noch ein bisschen länger. Aber ich kann das wirklich im Moment nicht mehr sehen. Ich meine, selbst wenn ich letzten Endes ein bisschen was verwerfe, sollte da nicht allzu viel verloren. Was ist in der Aufnahme passiert? Doch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Oder auch nicht.